Wir kommen jetzt zum nächsten Redner, Markus Walter, Landesvorsitzender aus Rheinland-Pfalz. Ja, meine lieben Kameraden und meine sehr geehrten Volksgenossen, die uns hier am Rande des Geschehens zuhören. Ich freue mich, hier heute zu Gast sein zu dürfen im erfolgreichsten Verband der NPD hier in der Wetterau, wo Politik bürgernah gemacht wird, wo Politik so gemacht wird, wie es sein sollte und wo ich heute gemeinsam den ersten Ortsvorsteher der NPD, Stefan Jaksch, begrüßen durfte, der hier heute mit am Geschehen mitwirkt. Solche Erfolge wie hier in der Wetterau sind derzeit selten geworden und es zeigt, dass es richtig und wichtig ist, sich wie hier in der Wetterau im Volk zu verankern. Und das ist letzten Endes mit ein Grund, warum wir heute hier stehen. Denn aufgrund einer völlig legitimen, völlig ordnungsgemäß gelaufenen und völlig normalen demokratischen Wahl steht die Welt Kopf. Und nicht nur das, ausgerechnet Michel Friedmann wurde heute nach Büdingen eingeladen, um uns Deutschen zu erklären, was Demokratie sei und wie Demokratie funktioniere. Ich habe Friedmann, bin ich zum ersten Mal 1993 bei den Landauer Gesprächen persönlich entgegengetreten und habe ihm dort mit gezielten Fragen schon seine Maske vom Gesicht gerissen. Zu diesem Zeitpunkt war von seinem exzessiven Rauschgiftkonsum noch gar nichts offiziell bekannt. Nichtsdestotrotz hätte man es damals schon ahnen können. Dass Friedmann übrigens in der CDU und damals CDU-Präsidiumsmitglied ist, ist auch erwähnenswert, denn das ist den wenigsten im Übrigen bekannt und das sollte man wissen. Denn Friedmann spielt sich hier in Deutschland wie auf der ganzen Welt für sein Volk als Moralapostel auf. Friedmann ist derjenige, der bei jeder Gelegenheit den Zeigefinger erhebt und uns erklären will, was richtig und was falsch sei und uns erklären will, wer gut und wer böse sei. Ich sage dazu, schaut ihm ins Gesicht und erkennt den Bösewicht. Im Kampf gegen das tapfere palästinensische Volk, das bereits von dem Judenstaat zur Hälfte ausgerottet wurde, ist der Judenstaat gerade dabei, weitere Teile des Jordanlandes zu annektieren. Hier hätte Friedmann wesentlich mehr Anlass und wesentlich mehr Gelegenheit, Kritik zu leisten und als Moralapostel sich aufzuspielen und den Zeigefinger zu heben. Deswegen sage ich an die Adresse von Michel Friedmann, Herr Friedmann, gehen Sie zu sich nach Hause und kümmern Sie sich um die Angelegenheiten Ihres Volkes. Wir wollen nicht Herr eines anderen Volkes sein. Wir wollen andere nicht aufdoktrinieren, was sie zu tun und zu lassen haben. Wir erwarten aber genau das auch von allen anderen. Wir Deutsche wollen selbstbestimmt leben und selbst unsere Geschicke bestimmen. Dass das in Deutschland nicht mehr möglich ist, haben viele schon lange gemerkt. Allerdings war es noch nie so offenkundig wie heute, dass jene, die sich als Oberdemokraten schimpfen, heute aufschreien, wenn eine völlig normale demokratische Wahl stattfindet, wenn ein Ortsvorsteher einstimmig, wohlgemerkt einstimmig, alle Wahlberechtigten haben dem Kandidaten ihre Stimme gegeben und die Wahl hat ordnungsgemäß stattgefunden und jetzt ist hier der Aufschrei da. Sogar Michel Friedmann muss hierher kommen und soll erklären, wie Demokratie funktioniert. Meine lieben Freunde, das ist einzigartig in der Geschichte der Welt. Und dieses System, das System BRD, sollte sich schämen, andere Länder zu kritisieren. Ich kann mich erst im letzten Jahr daran erinnern, da habe ich versucht, in Pirmasens als Oberbürgermeister zu kandidieren und
hatte alle Wahlvoraussetzungen erfüllt. Ich habe die nötigen 200 Unterstützungsunterschriften eingereicht. Ich habe alle Formalien erfüllt. Ich habe auch meine Bewerbung und meinen Lebenslauf eingereicht. Und am Tag der Wahlzulassung wurde ich dann nicht zur Wahl zugelassen, weil der Wahlausschuss Zweifel an meiner Verfassungstreue habe. Die Wahrheit ist, dass in Pirmasens nur die Pest gegen Cholera kandidiert hat. Es gab einen Kandidaten der CDU und es gab einen Kandidaten der SPD. Beide sind mittlerweile in Pirmasens nicht mehr beliebt. Was heißt, der dritte Kandidat hätte ein ordentliches Stimmenergebnis erwarten können. Damit dieser dritte Kandidat erst gar nicht auf dem Stimmzettel landet, wird er ausgeschlossen. Interessant ist, dass die Wahlausschusssitzung am selben Tag stattfand wie die Oberbürgermeisterwahl in Moskau. Da haben sich die Medien überschlagen, dass in Moskau angeblich die Opposition nicht zur Wahl zugelassen werde. Und am selben Tag hat man in Pirmasens den Oberbürgermeisterkandidaten nicht zur Wahl zugelassen, weil er tatsächlich eine Opposition darstellt. Und das Stichwort tatsächliche Opposition möchte ich hier auch noch einmal ansprechen, weil ja viele meinen, sie können hier mit einer scheinbaren AfD, mit einer scheinbaren Alternative in irgendeiner Form eine Verbesserung erzielen. Dass dem nicht so ist, das müsstet ihr spätestens jetzt kapieren. Denn selbst aus den Reihen der AfD erklingen Stimmen, dass es ja nicht ginge, dass ein NPD-Mann, auch wenn er noch so fleißig und noch so korrekt ist, zum Ortsvorsteher gewählt würde. Und auch aus den AfD-Reihen kommen dieselben Sprüche wie von den anderen Volksverräterparteien. Man müsse die Wahl rückgängig machen, man müsse diesen Mann abwählen und so weiter und so fort. Die AfD ist einzig und allein da, um den berechtigten Zorn des deutschen Volkes zu neutralisieren und dafür zu sorgen, dass der Topf nicht überkocht. Die AfD ist da, um die Luft rauszunehmen und hier die Leute ruhig zu halten, ein bisschen zu beschäftigen, was nicht heißen soll, dass alle AfD-Mitglieder von dieser Vorgehensweise Gebrauch machen, sondern es ist nunmehr so, dass eben die Führungsspitzen der AfD genau dafür da sind. Ob sie es nun mit Absicht machen oder sich unbewusst zum Diener des Systems, macht überhaupt keine Rolle. Wenn sie eine wirklich volkstreue Opposition wären, dann würden sie den Schulterschluss mit der NPD suchen und mit denen, die seit 1964 für den Erhalt des deutschen Volkes, für die Freiheit des deutschen Volkes und für die Nationaldemokratie, für eine wirkliche Volksherrschaft kämpfen, dann würden sie mit uns den Schulterschluss suchen. Stattdessen kommen von denen genau dieselben Distanzierungsorgien, wie wir das von den anderen Volksverräterparteien ja schon gewohnt sind. Genau. So, da war die Meinung aus dem Volk. Ihr seht, hier kann man auch seine Meinung sagen. Und dass man das hier sagen kann, dafür bieten wir die Gewähr. Denn solange die NPD hier steht, gibt es auch noch Meinungsfreiheit. Denn wir setzen uns durch. Wir sind der Stachel im Fleisch dieses Systems und wir sind das, was richtig wehtut. Kein noch so gutes Ergebnis der AfD in Sachsen, in Brandenburg oder sonst wo hat irgendwie zu einer Veränderung geführt. Aber eine Ortsvorsteherwahl in Altenstadt-Waldsiedlung hat dafür gesorgt, dass die Weltöffentlichkeit auf Deutschland schaut und erkennen muss, dass hier eben nicht Demokratie stattfindet, dass hier keine demokratischen Verhältnisse stattfinden, sondern dass dieses Schauspiel nur so lange vorgegaukelt werden kann, wie der Klüngel unter sich das Personal aussuchen kann. Sobald eine wirkliche Opposition an ein Amt kommt, dreht dieses System durch und offenbart sich. Jetzt ist es allerdings auch an der Zeit, das nicht nur zu erkennen, sondern diesen Widerstand des deutschen Volkes mit zu unterstützen. Wenn Sie die Schnauze voll haben, und ich bin mir sicher, dass hier in Büdingen einige die Schnauze voll haben vom Klüngel
und von diesem System, von dem, was man uns aufdoktriniert, von der Masseneinwanderung, von der Vernichtung des deutschen Volkes, haben hier mit Sicherheit jede Menge Leute die Schnauze voll. Und euch sage ich, es ist gut und richtig, dass ihr erkennt, dass dieses System keine Ewigkeitsgarantie hat und ganz im Gegenteil wahrscheinlich schon bald scheitern wird. Aber es reicht nicht aus, wenn ihr hinter dem Bildschirm irgendwo uns zuguckt oder hier hinter den Ecken steht, uns zuhört, innerlich Beifall klatscht. Ihr müsst, um weiter leben und weiter existieren zu können, um die Existenz unseres Volkes gewährleisten zu können, dafür mitsorgen zu können, dass wir als Deutsche in unserem Land auch in Zukunft noch leben und überhaupt sicher leben können, dafür ist es erforderlich, dass ihr mindestens die einzige Opposition unterstützt. Dass ihr bei der Wahl, bei jeder Wahl, euch nicht blenden lasst von jenen, die dafür angetreten sind, den Volkszorn zu neutralisieren, sondern dass ihr sagt, bei jeder Wahl, wenn ich Deutsch bin, wähle ich Deutsch, dann wähle ich NPD, was anderes kommt überhaupt nicht in Frage. Und auch das sonstige Jahr über, wenn ihr euch nicht traut, hier in der Öffentlichkeit zu stehen, weil ihr Nachteile befürchtet oder sonst was. Ihr könnt Mitglied bei uns werden, das weiß außer dem örtlichen Kreisverband und der Parteizentrale niemand. Ihr könnt uns unterstützen über Spenden, ihr könnt uns auf anderem Wege unterstützen, ihr könnt Flugblätter verteilen. Das ist wichtig, um hier diesen Widerstand zu organisieren, weil eins muss gesagt werden. Es ist ganz klar, dass durch die hohen Stimmergebnisse der AfD, die diese sogenannte Alternative finanziell sehr stark dasteht. Also wenn man das mal grob überschlägt, haben die über ihre Bundestagsmandate und die Wahlkampfkostenerstattung und die verschiedenen Landtagsmandate und so weiter und so fort ein Budget von etwa 100 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung. Und mit diesen 100 Millionen Euro im Jahr könnte man einen tatsächlichen Widerstand des deutschen Volkes organisieren. Ich nenne mal nur als Beispiel, man könnte in Berlin vor dem Reichstag eine Demonstration anmelden und in jeder Stadt mit mindestens 10.000 Einwohnern könnte man Reisebusse kostenlos zur Verfügung stellen, die Leute dorthin bringen, damit man eine wirklich machtvolle Demonstration hinlegen kann, um der Regierung zu zeigen, dass es so nicht weitergeht. Stattdessen hat sich auch die AfD mittlerweile an die angenehmen Einkommensverhältnisse gewöhnt, ist vielleicht der eine oder andere auch im Klüngel angekommen, ja, der hat mir ja die Hand geschüttelt und ach, ich durfte da im Ausschuss sitzen und so weiter und so fort, so wie das bei den Republikanern früher auch schon funktioniert hat und da sind die nicht mehr so unbequem, die wollen weiterhin ihre Pöstchen besetzen, die wollen weiterhin ihre Einnahmen kassieren. Und dann funktioniert das. Das wäre mit der NPD nicht möglich. Und dass das so ist, das beweisen wir seit 1964. Wir sind nicht diejenigen, die hier große Gelder vom Staat kassieren und es uns gut gehen lassen. 99% von dem, was wir tun, finanzieren wir selbst. Nicht nur durch unsere Mitgliedsbeiträge, sondern in der Regel auch noch durch die privaten Gelder der Aktivisten. Und dieser Idealismus, dass wir uns dafür dann noch teilweise beschimpfen, bespucken, anklagen, sonst was lassen müssen. Dieser Idealismus beweist, wir meinen es ernst, wir meinen es ehrlich, wir sind angetreten, Deutschland zu retten. Und wenn auch ihr eine deutsche Zukunft wollt, gibt es nur eins, NPD, die Nationaldemokraten.